Wassermann, meine Sonne, das ist deine Wochenlegung vom 30. August zum 5. September. Ich will gemeinsam mit dir reinschauen in deine Woche, in jeden einzelnen Tag, was so die Woche für dich bereithält. Wenn dir meine Arbeit gefällt, like und kommentiere dieses Video. Mit dem Liken und Kommentieren eröffnest du dein Herz durch die Dankbarkeit und erlaubst der Botschaft, dein Herz Wahrhaftiges zu erreichen. Und natürlich erlaubst du auch der Botschaft in diesem Video ganz, ganz viele andere Seelen und Herzen zu erreichen. Für eine private Legung schreibst du mich über die Direct Message auf Instagram oder auf die E-Mail-Adresse post@funkyrussiangirl.love. Okay, meine Lieben, was sind meine ganz liebe Grüße aus Mexiko? Da wollen wir mal reinschauen, was für euch die kommende Woche so bereithält. Da kommen erstmal die 7 Karten für die Woche. Here we go with the flow. Here we go with the flow. So. Oh yes. Oh, you have the word. Einiges raus. Einiges raus. Wie war die Mondlegung? Hast du die Vollmondlegung gesehen? Wenn nicht, vielleicht schauen wir da rein. Ich werde die unten verlinken, weil sie war ziemlich gut. Ziemlich gut angekommen. Das habe ich in den Views gesehen. Ich habe für jedes Sternzeichen eine Legung für den Vollmond im Wassermann gemacht. Ja, okay. So, da wollen wir reinschauen. Los geht's. 7 Karten, 7 Tage, 7 Karten. Here we go. So, Wassermann, are you ready? I'm ready. Los geht's. Königin der Kelche, Wassermann, was geht ab? Halleluja, und die Quelle. Wow. Was ist los, Wassermann? Wow. Also, der Montag knallt schon mal mit einem krassen intuitiven königlichen Schlag, sagen wir mal so. Also, irgendwas passiert da bei dir im Leben, wo du entweder eine krasse Erkenntnis sammelst oder zu einem Gefühl nicht mal kommst, weil ich meine, die Gefühle sind ja immer da in uns, ne? Wieder entdeckst, was total deine Weiblichkeit, wir wissen alle, wir haben beides, eine weibliche und männliche Energie in allen uns, geschlechtsunabhängig. Aber Montag steht ganz klar im Zeichen dieser ganz, ganz starken weiblichen Intuition. Das heißt, wenn du vielleicht vor eine Entscheidung gestellt wirst und wenn du vielleicht Entscheidungen treffen musst, sagen die Karten, höre auf deine innere Stimme, nicht darauf, was dein Verstand dir vorgaukelt, nicht das, was dir quasi Sorgen, Kummer, Angst zubereitet, dich von den Dingen trennt, sei es jetzt dein Traum, ne, oder Leichtigkeit im Leben, vielleicht Menschen, andere Menschen, alles was trennt, ist, also Verstand ist nicht immer schlecht, aber Angst und sowas, das trennt immer alles, ne? Liebe verbindet und ja, du erlangst da auf jeden Fall ganz, ganz starken Zugang, ich meine die Quelle, das ist ja, kannst sagen Gott, also irgendwie eröffnest du in dir diesen Strahl von göttlicher, weiblicher Energie. Liebe Wassermann, was für ein Wochenstart. Was passiert am Dienstag? Ja, der hohe Priester, der Schöpfer, Alter, was? Wollt ihr mich verarschen? Wassermann! Also der Vollmond, der hat ja richtig geknallt bei dir. Wo der Montag im Zeichen der weiblichen Intuition war, ist der Dienstag im Zeichen der männlichen Schöpferkraft, also auch deine Männlichkeit kommt am Freitag, am Dienstag, weil ich bin schon völlig durcheinander, am Dienstag bist du ja der Schöpfer deines Lebens, der hohe Priester und unten drunter der Schöpfer, also die Woche, so wie sie beginnt, wir schauen mal, wie sie weitergeht, aber ich meine, wenn sie so beginnt, dann kann dir nichts passieren, weil du deine Göttlichkeit erkennst. Alter, bitteschön. Mittwoch, König der Münzen und Verspieltheit. Also du kriegst ja nicht nur Zugang zu Quelle, dass du wirklich deine Göttlichkeit, deine Allmächtigkeit spürst in diesem, im Gefühlszustand, ne?
in diesem Sein, sondern am Mittwoch rollt der Rubel, dass du vielleicht sogar auf Aktienmarkt gehst. Also, lieber Wassermann, am Mittwoch ganz guter Tag, um auf Aktien zu gehen und tatsächlich mal auf etwas zu setzen, weil wir haben König der Münzen und Verspieltheit. Das heißt, deine Leichtigkeit, mit dem Geld umzugehen, ist am Mittwoch gut gefragt und wird gefragt, beziehungsweise kommt zur Geltung. 9 der Stäbe und Ganzheit, ja. Klar, nach solchen Tagen 9 der Stäbe. Du bist einfach im Flow. Dir liegt die Welt zu Füßen. Du bist vollkommen, Mann. Du bist einfach, du fühlst dich wie so mit 6 Fingern und wie ein Superman. Boah, am Freitag, 4 der Kelche, Teilnahme. Sehr gut. Sehr, sehr, sag mal, humble. Schon alle Sprachen haben sich vermischt. Eine sehr, wie soll ich sagen, so eine gute Energie, die du da hast. Das heißt, alles, was du Göttliches und Krasses unter der Woche erlebt hast, wird am Freitag mit einem wundervollen Rückzug abgeschlossen. Das heißt, du gehst da nicht irgendwie, du stürzt da nicht ins Ego und sagst dann, ach, leck mich doch alle. Aber also, ich meine, manchmal liebevoll, das ist ein sehr, sehr guter Spruch. Aber du kommst in die Reflexion von den letzten 4 Tagen am Freitag und lebst dir nochmal alle durch und realisierst, was da alles passiert ist und merkst, alter Schwede, das ist ja krass. Also ich bin ja gesegnet. Ich bin ja, klar, das ist dein Zeitalter, Wassermann. Und also am Donnerstag war es vielleicht so, um das Konkrete zu gestalten. Am Mittwoch ist ja ein guter Tag, finanzielle Entscheidungen zu treffen, weil die werden dir sehr, sehr, sehr leicht von der Hand fallen. Und am Donnerstag bist du wahnsinnig kreativ und du wirst dich für irgendeine Idee entscheiden. Aber du wirst sehen, dass also am Ende vielleicht ist es einer von Kunden, den du mehr, weiß ich nicht, Sekunde. Also am Donnerstag, aufgrund von all diesen Montag, Dienstag, Mittwoch, diese Schöpfer, Quelle, Hohepriester, Königin der Kelche, König der Münzen, völlig overwhelmed, völlig boah, wie high von diesen krassen Erkenntnistagen. Am Donnerstag kommst du quasi in deine kreative Kraft. Da bist du auch völlig grenzenlos. Und wie gesagt, am Freitag kommst du zur Ruhe, aber sehr, sehr gut zur Ruhe. Du bewusst, du reflektierst dann die 4 Tage, die waren richtig krass. Du warst im Flow. Wow. Ja, und am Samstag 4 der Stäbe und Möglichkeiten. Das heißt, du feierst diese krasse Woche. Diese krasse Woche feierst du so heftig am Samstag. Und das beflügelt dich so sehr, dass du aufgrund von dem Erlebten natürlich noch krasser nach oben gehst und sagst, wow, das, was ich jetzt alles weiß über mich, was ich alles kann, das eröffnet mir natürlich ganz, ganz neue Wege. Das Gericht und yes, und du brichst die Regeln, du wirst quasi Rebell, auch wenn es vielleicht geschäftliche Natur ist, du brichst die Regeln und bist dir quasi dein eigenes Gericht am Sonntag. Wie gesagt, am Samstag bist du von einem Erlebten so beflügelt, von einem wundervollen Rückzug, wo du alles reflektiert hast und du bist da so beflügelt, dass du noch weiter nach oben aufsteigst und sagst, meine Fresse, jetzt sind mir aber keine Tore mehr geschlossen, jetzt legt mir wirklich die Welt zu Füßen. Und am Sonntag entscheidest du tatsächlich, etwas Krasses neu zu starten oder eine neue Idee auf jeden Fall. Irgendwie führt all das zusammen, was du erlebt hast, zu einem neuen Produkt vielleicht. Vielleicht gründest du ein Startup, vielleicht patentierst du etwas, was keiner zuvor gemacht hat. Du traust auf jeden Fall dich, etwas zu tun, was du vielleicht vor dieser Woche nicht getraut hättest zu machen. Aber die war so krass, die hat dir so krass bewiesen und gezeigt, was du eigentlich kannst, dass du dann am Sonntag einfach sagst, fuck it, ich bin jetzt der Rebell, ich bin der Rule Breaker, ich mache jetzt meine eigene Regel im Leben.
Aufstieg, der Alchemist und der Schatten. Wassermann, das bist du die Woche. Voll im Aufstiegsmodus. Meine Güte. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Und ja, und Shadow, und du bist dir nicht so schade, trotz des diesen Höhenflugs bist du dir quasi nicht so schade, auch mal dich zurückzuziehen und nochmal im stillen Kämmerchen alles zu reflektieren. Und wie gesagt, der Alchemist, am Sonntag machst du dein magisches Getränk für die neue Welt von dir. Wow, okay. Welche Weisheitskarten haben wir noch zum Schluss? Sprung ins Ungewisse. Ich würde mal sagen, das ist der Schritt am Sonntag. Geben und nehmen. Und atmen. Ja, du bist sehr gut zum Körper connected. Und ja, Atem vielleicht auch. Tanzen, laufen. Generell Verbindung mit Natur. Alles das, was dich schneller atmen lässt, beziehungsweise bewusster atmen lässt, wo du wirklich so machst, das bringt dich zum Kern quasi nach innen. Und ja, umgeben und nehmen bedeutet, dass, wie gesagt, du bist dann nicht so hochnäsig, auch wenn du wahnsinnig, sagen wir mal, Glück hast oder wahnsinnig krassen Höhenflug hast, hast du nicht diese Höhenkrankheit, sag mal so, ne? Du bist im Ausgleich. Ja, und am Sonntag kommt der Sprung ins Ungewisse. Du tust das, was du dir, wie gesagt, vor dieser Woche nie zugetraut hättest. Welche Zahlen haben wir für den Wassermann für diese eine Woche? Quelle? Danke. 0. Ja. Das ist der Sprung ins Ungewisse. Diese krassen Erlebnisse, die beflügeln dich so sehr, dass du sagst, okay, ich kann nicht mehr warten, jetzt ist die Zeit. Was machst du am Sonntag? Welche Affirmation ist für dich für diese Woche? Ich bin die Autorität in meinem Leben. Ja, das ist auch die Voraussetzung für diese krasse Entscheidung, dass du sagst, ich höre jetzt auf keinen mehr. Ich bin jetzt die Autorität in meinem Leben. Ich bin die Königin der Kelche. Ich meine, meine Intuition ist mein Kompass. Ich bin der hohe Priester. Das, was ich sage, hat Bestand. Und das, was ich sage, ist Gesetz. Und das Gericht ist am Sonntag. Wow, liebe Wassermann. Krass, einfach krass. Bitte lass mich wissen, ich möchte gerne an deinem Leben daran teilhaben, wenn ich darf. Ich meine, jetzt durfte ich quasi kollektiv für dich lesen. Aber ich würde mich sehr freuen zu wissen, was passiert in deinem Leben. In welchen Bereichen ist es? Ich hoffe, ich konnte dich quasi auf der Seelenebene erreichen. Ja. Ja, wenn es dir gefallen hat, liken, kommentieren, weiterleiten. Ist alles erlaubt und erwünscht. Bis zum nächsten Video.